Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Live-Let's Play hier als Livestream, also auf Twitch als Livestream. Wenn ihr es auf YouTube seht, ist es nur noch ein Live-Let's Play von Stray Cat Crossing. Einem kleinen, aber feinen, schönen Horrorspiel. Zumindest soll es ein Horrorspiel sein. Wir werden herausfinden, ob es ein Horrorspiel ist. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich ein paar Infos parat habe, denn jedes neue Live-Let's Play beginnt ja auch mit ein paar Informationen zu den Spielen. Deshalb, ich halte mich kurz, da ich gerade schon einen Start verkackt habe, da die Musik übertrieben zu laut war. Jetzt ist alles ein bisschen angenehmer eingestellt und ich versuche einfach mein Bestes so zu tun, als hätte es diesen verkackten Versuch nicht gegeben. Also rede ich jetzt auch einfach nicht mehr drüber, dann wird er auch nicht mehr existieren. Dieses Spiel ist ein RPG-Maker-Spiel. Ist mit dem RPG Maker VX Ace hergestellt worden, und zwar von zwei Typen namens YOLO und Jetpack Gun. Ziemlich außergewöhnliche Namen. Und die beiden haben es Ende August 2015 herausgebracht. Publisher ist eine Firma namens Fridge. Sagt mir gar nichts. Ich weiß nicht, ob ihr Fridge kennt. Ich kenne Fridge nur als Begriff für den Kühlschrank. Aber nicht unbedingt als Spielehersteller, aber gut. Ist ein Spiel, was so ein bisschen in einer ähnlichen Tradition wohl ist wie zwei andere Horror-RPG-Maker-Spiele, die in der Szene recht bekannt sind, und zwar Eve und The Witch's House. Wenn Stray Cat Crossing gut ankommt, könnte ich halt mir auch vorstellen, Eve und The Witch's House mal anzuspielen oder zu spielen, zu Let's Playen, wobei ich von Eve schon den Anfang mal gesehen habe bei jemand anderem. Und das sah schon ziemlich interessant aus und ziemlich cool, aber naja, muss ich halt zeigen, ob es euch gefällt und ob das Interesse besteht. Das Spiel selbst kostet tatsächlich nur 3 Euro auf Steam. Und zwar ohne einen Sale. Also ganz ehrlich, die 3 Euro kann man für ein schönes Spiel durchaus, finde ich, mal locker machen. Beziehungsweise, wenn euch das Spiel gefällt und ihr wollt es unterstützen, meine Güte, 3 Euro ist jetzt echt nicht die Welt. Von daher, da finde ich, ist dieser ganze Geizwahn mit auf Steam-Sales mit 85% Waren, das verstehe ich bei teuren Spielen. Wobei ich gestehen muss, ich manchmal auch dann zugelangt habe. Insofern will ich nicht zu sehr den Moralapostel spielen, weil das wäre heuchlerisch. Aber bei Stray Cat Crossing, finde ich, die haben es ruhig verdient, wenn sie hier ein schönes Spiel abgeliefert haben, einfach da mal unterstützt zu werden. Und wer sich nicht sicher ist, ob eine Unterstützung wert ist, kann vorab eine Demo spielen. Es gibt eine Demo zum Spiel. Ist ja heute eine Seltenheit geworden. Hat Seltenheitswert. Die haben tatsächlich eine Demo rausgebracht. Also einfach mal einen Blick reinwerfen. Solange sie nicht wie die Demo von Layers of Fear ist, die im Vorfeld schon alles Interessante verrät. Ungefähr eine Dauer von 2 Stunden Spielspaß erwarten uns hier. Darum will ich jetzt auch nicht weiter quasseln, sonst dauert der Einstieg länger als das Spiel. Und das muss ja nicht sein. Man kann es mit Tastatur oder Controller spielen. Ich werde es hier und heute mit Controller spielen. Und ich würde mal einfach sagen, ich starte jetzt einfach mal, damit diese unglaublich nervige Musik nicht mehr mir so ins Ohr plärrt. Das ist ja schon ziemlich krank hier gerade. So, es könnte sein, dass der Sound des Spiels, weil die Musik am Anfang so immens laut ist, dass der Sound vielleicht zu leise ist. Wenn er zu leise ist, dann gib Bescheid, dann drehe ich ihn doch nochmal einen Ticken hoch. Dann versuche ich es einfach nochmal ein bisschen lauter zu machen. Salia, für uns ist alles ein Horrorspiel, stimmt. Solange der Cyrus es spielt, ist für euch alle ein Horrorspiel, ne? Weil einfach der Cyrus, der ist ja schon der blanke Horror. Ich will mich hier mal umschauen. Der Witz ist, ihr seht ein hochskaliertes Bild. Bei mir ist das Bild, naja, ich würde sagen, nicht mal 640x480 Pixel groß. Also ich habe hier so wirklich so ein kleines 640x480 Pixel Fenster offen, wo ich das Spiel ablaufen sehe. Das Problem ist nämlich, wenn ich es auf Vollbild stelle, dann würde ich halt auch nur so ein hochskaliertes Bild sehen wie ihr jetzt. Und vor allem, es würde mir total die Einstellung mit den Monitoren wieder zerschießen. Denn aus irgendeinem Grund, ich habe ja 2 Monitore, aus irgendeinem Grund, wenn man das Spiel im Vollbild startet, dann ist es auf Monitor 1 im Vollbild zu sehen. Und meine ganzen Fenster, die sonst auf Monitor 1 sind, werden einfach alle auf Monitor 2 verschoben. Was ein bisschen nervig ist, wenn man auf Monitor 2 eigentlich alle Einstellungen für den Stream hat. Dann ist das halt nicht so cool. Black Cyrus macht heute einen Late Talk statt einem Let's Play, aber sowas von. Ich weiß nicht, sind wir eine Frau? Sind wir ein Kerl? Ich glaube, wir sind weiblich, ne? Hey, are you okay? What's wrong? Are you lost? I'm scared. I want to go home. It is pretty late. Do you know where your house is? Yes.
Amon, Vorhersage des Archivar der Hölle. Erstens, Aufnahme für Y ist Begrüßung und nur Quatschen. Ach so, für YouTube, für YouTube. Erste Aufnahme für YouTube ist Begrüßung. Ja, die erste Folge ist nur Gequassel, das stimmt. So gehört sich das. Black, das Streamer-Mobben möge beginnen. Was, ihr habt noch nicht angefangen? Ich dachte, ihr wärt längst dabei. Salia, oh nein, kleines Kind, Horror, yay. It's that way. Kraunzelstuhl ist auch wieder mit von der Partie. I can take you home if you want. Nein, mitten in der Nacht einem kleinen Mädchen sollte man nie folgen. Never ever. Wenn ihr irgendwann im Park unterwegs seid und ihr geht da entlang und ihr hört ein kleines Mädchen irgendwo weinen, geht nicht dahin. Um Himmels Willen, lasst das Kind notfalls im Wald verrecken, aber geht nicht dahin, sonst seid ihr derjenige, der verreckt. Yay, Kinderliebe. Moment, das klingt falsch. Das klingt falsch. Don't you want to go home? Okay. Naja, dann komm mal mit. Ich gehe voran in den Tod und du tötest mich von hinten. Mit dem Messer. Yay. What's wrong? Oh. Genau, jetzt ziehen wir uns noch aus. Damit das Messer durch noch weniger Stoff durch muss. Salia, Vorhersage von mir, du wirst es trotzdem tun. Ja, demnächst in den Nachrichten, Streamer gestorben, umgebracht von einem Mädchen im Wald. Here, take my scarf. Better? Nur am Nörgeln, das Kind. Oh, sorry. It's okay. It wasn't your fault. It wasn't your fault. Here, let me fix it for you. Better? Warm. Great. By the way, what's your name? Kate. Nice to meet you, Cat. Let's take you home. Oh ja, toll. So mitten im Wald steht plötzlich so ein orchestrales Quartett, die dann so eine gruselige Musik anstimmen. Ist völlig normal. Völlig normal. Sollte euch nicht irgendwie besorgniserregend sein. Macht euch keine Gedanken. Genießt die Musik, die disharmonische Musik. Ist Standard. Super, rennen die auch noch auf der Straße rum. Headbangerin, Cyrus, du wirst nebenbei aber nicht kastriert, wenn du das Mädchen sprichst, oder? Stray Cat Crossing. Wie kommt ihr auf sowas? Wie kommt ihr auf sowas? Is this your house? Yes, here is fine. Are you sure? Yes. Well then, take care, Cat. Goodbye. Ja, und die nimmt unseren Schal auch einfach mit. Hallo? Das ist ein Designerschal von Armani. 100 Euro. Bar auf die Kralle, bitte. Thank you. Hey, wait, my scarf. Siehst du, sag ich doch. Hat die unseren Designerschal? Die hat bestimmt auf den ersten Blick gesehen, das ist ein Designerschal. Armani. Alter, den nehme ich aber mit. Da guckt die blöd und dann traut die sich auch nicht in dieses Haus, in dieses alte, verfluchte Haus mitten im Wald. Wird die sie nicht reintrauen? Dachte sie. Haha, Pustekuchen. I can't lose that scarf. It was expensive. 100 bucket. Wobei, nicht, $100. 100 Bucket klingt irgendwie falsch. Mit dem Controller ist gerade die Steuerung ein bisschen doof, weil ich finde, es ist, das hätte man besser aufs Digi-Kreuz legen sollen, statt auf den linken Stick. Der ist nämlich
Wenn man ein bisschen zu sehr schräg drückt, dann versucht die nämlich direkt nach links oder rechts zu laufen. oh, Frau Schnabeltier, Namen, freue mich. Huhu, Cyrus, schön, dass du da bist. Hier zu diesem kleinen, feinen Horrorstream. Evo, Hashtag, nee, nicht Hashtag, Ausrufezeichen Nether. Und lauter Salz wird hier verstreut. Lauter Salz wird hier verstreut. Hello? The door is open. Ja, haben wir eine Wahl? Natürlich müssen wir rein. Ich glaube, die Musik ist zu leise, ne? Wartet mal, ich nutze mal kurz die Chance. Ich tappe mal raus. Ich hoffe, dass das jetzt für die Leute auf YouTube die Aufnahme nicht kaputt macht. Ich tappe mal kurz raus und mach's mal doch ein Ticken lauter nur. Na komm, so. Machen wir es mal auf 8. Auf 8 dürfte gut sein. Doch, das passt, oder? Das passt jetzt. Ist besser. So, dann gehen wir mal rein. Cats Haus. Cat? Okay. Ah, alte verlassene Gemäuer. Total ungruselig. Picture. Hold still. Oh, hier können wir speichern. Geile Sache. Oh, das ist cool. Die macht ein Foto von uns und das ist das Speichern. Das ist doch mal cool. Salia, da ist Musik, dann ist sie zu leise. Nee, die Musik ist jetzt erst. Die war eben nicht zu hören. Ist die echt zu leise? Dann mache ich die doch noch mal einen Ticken lauter. A portrayer von Old Man. He looks quite stern. Oder soll ich versuchen, euch die Sachen aufs Deutsche zu übersetzen? Ich meine, meine Übersetzungskünste sind jetzt nicht die besten. Ich würde es gerne aber auch für euch versuchen, wenn ihr sagt, dass ich es versuchen soll. The compiled works of William Shakespeare. Whole sections are ripped out. Ich hätte jetzt aber gesagt, dass die Musik besser sein müsste. Weil sonst ist die wieder zu laut, ich sag's euch. Oh ja, yeah, der. Alter, die dreht sich auch noch. Wie krass, die dreht sich auch noch zu uns um. Oh, geil. Salia, Project Zero. Nein, das werde ich ganz sicher nicht spielen. Das werde ich ganz sicher nicht spielen. Ich habe es bei Holy Fist gesehen. Nein, so bescheuert bin ich nicht. So bescheuert bin ich nicht. Kinda creepy, but mesmerizing. Und jetzt kommt wahrscheinlich, kommt so ein Brunnen. Gleich ist ein Brunnen zu sehen. Und dann klettert eine Frau raus mit so langen schwarzen Haaren, langsam auf uns zugekrochen. Cat must have went this way. Ah, wegen den Fußabdrücken, aber da gehe ich noch nicht hin. Ich schaue mich erst noch ein bisschen um. It's locked. Salir, ich dachte, draußen hätte Musik. Nee, draußen, als wir nur draußen rumgelaufen sind, war keine Musik. Die Musik hat jetzt erst hier im Haus angefangen. Als wir draußen unterwegs waren, waren nur so Waldgeräusche und sowas. The mirror is so dirty, I can't see my reflection. Ach komm, das ist so einfaches Englisch. Ich werde es einfach versuchen, euch zu übersetzen. Und wenn ich irgendwo an meine Grenzen stoße, kann ich es ja immer noch sagen. Nur ein Küchenstuhl. Stuhl? Stuhl hätte ich jetzt als Stuhl übersetzt. Wir sollten lieber nicht mit dem Feuer spielen. Diese Schneidebrette sealed tight sind ganz gut versiegelt? Hä? Ja, da merkt man wieder, wie meine Englischkenntnisse scheiße sind. What the? Okay. Was war das? Das wüsste ich auch gern, was das gerade war. Headbangerin, voll das Klischee aus The Ring, Cyrus. Ja, und bald gibt's The Rings wieder. Dann gibt's wieder ganz viele Klischees. Na toll. Hä? Ey, seht ihr das? Immer so zwei Schritte, dann plötzlich hier nur einer, dann hier drei und dann. Sie heißt Cat. Sie hat sich in eine Katze verwandelt, oder? Salia, das ist so einfaches Englisch, dass du es nicht übersetzen musst. Aber das ist das Einzige, das ich übersetzen kann. So.
Basement, der Keller. Okay, die Musik verändert sich schon deutlich. Cat, bist du hier drin? Es ist verschlossen. Ich hoffe, die Musik wird... Weil die wird jetzt teilweise doch noch lauter. Wenn sie zu laut ist, wie gesagt, immer Bescheid geben. Schaut euch die Alte an. Schaut, was die Katze reingeführt hat. Ein Gast. Wir müssen unser Bestes geben. Wir hatten noch nie einen Gast zuvor. Aside for sore eyes, Was ein scheußlicher Anblick, nicht wahr? Das ist eine überaus große Lüge, ist es nicht so? Mein Englisch ist echt scheiße. Ist es nicht so? wer seid ihr? Headbangerin, aber Klischees aus The Grudge passen da gerade besser, finde ich. Salir, sei hier Gast. Wenn sie doch nur so schön aussehen würden wie die beiden, aber ich glaube, die sind ein bisschen gruseliger. Sei nicht so unschuldig. Oder tu nicht so unschuldig. Hörst du das? Komisch. That's weird that. Komisch ist das. Ich würde es jetzt mal so übersetzen. Nun, sie hat uns nie getroffen, nicht wahr? Nicht wahr? Precious heißt, glaube ich, so viel wie wertvoll oder wunderbar. Wunderbar ist sie, nicht wahr? Habt ihr ein kleines Mädchen hier irgendwo gesehen? Ein kleines Mädchen? Bist du nicht ein kleines Mädchen?